Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Es ist Samstag, 8.30 Uhr, so halb neun also. Und ich gehe meinen Truck für heute abholen. Aber ich muss euch... Deutsch ist schon eine schwere Sprache. Enttäuschen ist es nicht der Kenny. Und damit ich euch richtig verwirre, auch schon mit dem Thumbnail, mache ich jetzt hier gleich mal ein Foto. Oh ja, da drüben, da kommt ein Schicker. Ach, Trucks gucken ist einfach geil, oder? Ich weiß auch nicht. Besonders, wenn man so auch selber fahren kann. Das ist einfach nur cool. Ja, der da, der rote da hinten. Oder hier, der ist so geil. Ja, ich laufe mal schnell hin. Hoffentlich schaffe ich das jetzt. So ist gut. Machen wir das so. Fertig. Mal richtig schön durcheinander bringen. Und ach, schön, oder? Ich kann mich da nie satt dran sehen. Ja, ich erzähle euch gleich wieso. Das, erstmal möchte ich hier noch Trucks gucken. Und mal einen Coffee to go trinken. Aber jetzt reicht's. Zumindest nicht zum Spaß, oder? Na gut, wie dem auch sei. Ich hatte gestern dann den Kunden noch angerufen. Stan. Und Stan Lee heißt der, glaube ich. Ja, wollen wir heute keine Scherze drüber machen. Und hat ihm gesagt, pass auf, da steckt so viel Arbeit und so tolle Sachen drin. Ne? Das Ding ist 220.000 wert, wir wollen 220.000 haben, wir haben ein entsprechendes Vergleichsangebot über 220.000 Dollar und wir möchten 220.000 von dir haben. Statt der 200.000. Ne? Ja, jawohl, 200.000. Und ich lehne mich mal kurz hier an, um euch das zu erzählen. So. Und er ist mir fast durchs Telefon gesprungen. Das kann ich soweit sagen. Da waren wir keine Freunde mehr. Du bist ja mal am Anfang im Geschäft, ist man immer nett zueinander. Man ist befreundet und so weiter, bis es dann ans Geld geht. Und der Spruch, Geld scheidet Freunde. Das ist, der ist einfach wahr. Ja? Weil dann, wenn es ans Geld geht, geht es ans Eingemachte und da gibt es keine Freunde mehr. Na, wie dem auch sei, also ich habe das Telefon erstmal weggehalten vom Hörer, vom Ohr. Und nachdem er mich dann fast durchs Telefon gezogen hat, habe ich dann gesagt, pass auf, damit ich erstmal beruhigst, schicke ich erstmal ein paar Bilder rüber. Warum ist er denn so krantig geworden? Und zwar, der hat sich schon darauf verlassen, dass er den Truck kriegt, hat das Geld eingerechnet, er hat mit 170 gerechnet, ne? Das ist das Geld, das er zur Verfügung hat. Und hat auch schon die nächsten Aufträge und so weiter klar gemacht. Ist aber momentan halt noch ein bisschen unpässlich, das heißt, er hat das Bein eingegipst, auch noch den linken Fuß und kann selber noch nicht fahren. Das kommt erst, glaube ich, Anfang nächster Woche ab bei ihm, hat er gesagt. Und deswegen, sonst würde er selber rüberkommen und sich das anschauen und ja, den Truck am liebsten gleich mitnehmen. Das war der ursprüngliche Plan. Ich habe mal aber dazu bewogen, 200.000 Dollar zu zahlen. Ich sage, pass auf, lass uns ein bisschen entgegenkommen. 200.000 ist das Letzte, was wir machen können und das wollen wir auch haben. Und das ist die Kiste auch auf jeden Fall wert, weil ihr habt gestern den Zug gesehen und wir müssen uns da überhaupt nicht drüber unterhalten. Die Maschine, neuer Motor drin, 605 PS Cummins ISXC15 Maschine, 18 Gang nicht Retarder, Eaton Fuller Box, überholt, Achsen überholt, alles überholt vom Feinsten, hier vom Roger Peterbilt Bakersfield, die Werkstatt hat einen extrem guten Ruf,
Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist das Auto auf jeden Fall wert. Und das möchten wir auch haben. Wir können nichts verschenken. Ja, darauf hat er sich jetzt eingelassen. Aber, und das betrifft mich jetzt auch wieder mittel- und unmittelbar, es kommt heute am späten Nachmittag sein Bruder vorbei. Also er hat mit seinem Bruder eine Trucking Company. Und dafür soll der Truck auch laufen. Er will ihn selber fahren. Sein Bruder fährt ein Peterbilt, auch wohl so eine aufgemotzte Maschine. Und naja, wie dem auch sei, der soll ihn erstmal unter die Lupe nehmen, ob alles auch so ist, wie ich beschrieben habe und so weiter und so fort. Ich sagte, das ist gar kein Problem, mach das. Ich muss halt jetzt zusehen, dass ich heute den Tag nicht damit verbringe, kein Geld zu verdienen. Da habe ich mit Roger gesprochen. Und deswegen mache ich heute eine Power-Only-Fahrt mit einem Pete. Das heißt, es ist eine Kundenauslieferung an ein Fahrzeug und der soll nach, ich glaube, Santa Cruz gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Das werde ich gleich mit Roger nochmal besprechen. Ich sehe hier momentan gar keinen stehen. Der Hof ist wie leer geräumt, ist auch Samstag. Alle haben alles abgeholt, offensichtlich. Auch nicht schlecht. Und dann werden wir weitersehen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal rein. Das ist so ein 567 oder was da steht, ne? Bin mir da nicht ganz sicher. Deswegen gehe ich jetzt erstmal kurz rein, besorge mir die Schlüssel und mache mal diese Fahrt nach Santa Cruz. Das ist auch nicht weiter lang. Und ich hatte mir überlegt, weil da kriege ich eine Tagespauschale. Das ist echt ein schönes Ding hier. Mal kurz angucken hier. Nicht schlecht. Ich mag ja diese Optik auch von Power Only. Ah, Foto hier, um euch zu verwirren. Diese Optik von Power Only auch total. Gerade wenn es so schön aufgemachte Maschinen sind. Der ist wirklich, der ist schick hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich will allerdings mal mit Roger sprechen, ob ich nicht schon Auflieger drauf machen kann, dass ich da wenigstens ein bisschen mehr kriege, weil sonst, er hat eine Tagespauschale drin, er sagte, das ist das, was ich dir anbieten kann, verstehe ich auch. Er soll ja bei mir auch nicht zusetzen, nur aus lauter Freundschaft. Will ja auch kein Nutznießer sein. Und ja, schauen wir mal. Ne, das Ding ist echt schön. Bin schon wieder abgelenkt. Ich fange an, mich zu verlieben. Ja. Wirklich schöne Maschine. Ey, lass uns den mal ganz kurz angucken hier. Ich glaube nicht, dass es der ist, aber es ist auf hier. Das ist ein 6x4. Wow. Schickes Heritage-Ausführung auch noch. Nicht schlecht. Ach, sowas hätte ich auch gerne mal. Ach Mensch, ich will mal was leisten können, Leute. Ich will sowas auch mal haben. Es ist einfach scheiße, wenn du es dir nicht leisten kannst. Das ist scheiße. Ach Mann. Na gut. Nicht meiner. Meiner wird auch schön. Der Classic. Also meiner wird auch schön. Und dann kann ich euch nachher vielleicht nochmal eine andere Geschichte erzählen, die sich dann mit diesem erhöhten Gewinn eventuell für mich anbietet. Aber jetzt schaue ich erstmal zum Roger rein, dass wir die Sache hier gestartet kriegen. Dann ist gleich. Ja, Kinder. Ich habe den Schlüssel. Ja, ich würde es gerne ein bisschen, ja, hier klappern. Und die coole Neuigkeit ist, es ist da vorne, diese Maschine. Können wir uns gleich nochmal angucken. Aber es ist echt eine Augenweide, das Ding. Das ist echt eine Augenweide. Aber sowas hier kostet alleine schon, so wie er da steht, knappe 180.000. Das ist auch die Heritage-Ausführung, ist für einen Owner-Operator in Santa Cruz, wie gesagt. Kaufen hier gerne beim Roger. Und ich bringe ihm den nach oben. Ist ja kein Problem. Mache ich gerne. Ich habe mit ihm telefoniert. Roger sagte, klär das direkt bitte mit ihm. Mach es auch schriftlich, dass du eine E-Mail kriegst. Ich habe eine E-Mail gekriegt, ich darf eine leichte Fracht fahren. Also nichts hier mit 40.000 Pfund, sondern eine leichte Fracht darf ich fahren. Ich muss dann gucken, was ich finde jetzt auf dem Markt. Aber ich freue mich total gerade. Ist das nicht eine Schönheit? Sowas hätte ich halt gerne auch selber. Nachher kommt dann, wie gesagt, der Bruder vom Stan mit seinem Pete. Da ist der Roger auch schon gespannt, weil er kennt den Pete, den hat er auch aufgebaut und deswegen weiß halt der Stan auch, okay, die Kiste ist es auch wert. Ich glaube, deswegen gehen sie das auch mit. Und die 200.000 Dollar bedeuten dann wiederum
für mich folgendes: 70.000 bleiben für den Trailer, 130.000 für die Zugmaschine. Die Hälfte von 130 ist 65.000 abzüglich 20.000 Dollar, weil das ist alles ein bisschen mehr geworden, für, sag gleich mal, abzüglich 20.000 für die ganzen Materialkosten und so weiter. Wir haben eigentlich mit 15 gerechnet, aber es ist halt mehr gewonnen, neue Maschine und so weiter. Das muss alles mit berücksichtigt werden. Aber insgesamt sehe ich, gehe ich halt mit einem sehr positiven Schnitt draus. Das lohnt sich also für mich sehr. Und das heißt also, dann bleiben für mich 45.000 Dollar über. Und damit kann ich meinen Kredit abzahlen und habe 25.000 auf der hohen Kante. Und das ist eine ziemlich geile Geschichte. Ja. Und ja, muss man gerade hier was notieren, das Tagebuch. Ja, und das ist eine ziemlich geniale Geschichte für mich. Und ich habe dann noch eine kleine Neuigkeit für euch, aber das erzähle ich euch dann, glaube ich, wenn wir auf Strecke sind. Ich gehe jetzt erstmal zu diesem Wahnsinnsgeschoss, wo ich mir auch schon wieder freue. Ihr müsst auch denken, ey, Alter, fährt er irgendwann nochmal seinen eigenen Truck? Ja, Leute, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, meinen eigenen Truck zu fahren. Aber auf der anderen Seite, Nate hatte noch so ein paar Gedanken. Die wollen noch ein bisschen was machen. Wenn er da schon mal in der Werkstatt steht, dann möchte ich es auch vernünftig haben. Also es kommt noch ein Weiser und so weiter dran. Aber das seht ihr dann, wenn er fertig ist und wenn ich ihn abhole. Ich bin selber auch schon gespannt, wie er aussieht. Und ja, in der Zwischenzeit, ich darf hier arbeiten. Also insofern ist alles gut. Also ich kriege hier meine 250 Dollar Tagespauschale, das ist halt im Konzern so, wenn du das auslieferst und so weiter, das ist mit berücksichtigt. Da ist kein Goodwill vom Roger. Und plus nochmal halt das Geld für den Transport obendrauf. Also da kann ich ziemlich zufrieden sein. Und ja, also dass ich halt hier keine Verluste schiebe, wenn ich hier untätig rumsitzen muss. Müsste. Ist das nicht eine Beauty, Leute? Oh Gott. Echt schick, das Ding. Echt schick. Ich mache mal hier ein, zwei Fotos machen. Ich finde ja persönlich, das habe ich auch bei Mirko in seinem Tagebuch gesehen, also von Truck TV Amerika, wie der hinter diesen Power-Onlys hinterhergelaufen ist. Das heißt also nur die Zugmaschinen. Das sah so genial aus. Hinten dieser Antriebsstrang mit den zwei Achsen, so flach und dann halt vorne dieses kompakte, großwirkende Führerhaus. Ich finde, das sieht einfach nur klasse aus. Ich mag diese Optik. Und dann auch hier noch das Ding, das ist auch ein Owner-Operator, eine Heritage-Ausführung. Ist auch, das fahren sie gerne, 250 PS, C15 allerdings, Cummins IXX-Maschine. ISX, Herrgott nochmal, Maschine mit 450 PS, also wirklich ein schönes Gerät und 310 Gallonen Tank, bin wohl auch ganz gut ausgestattet, aber setzen wir uns mal rein. Wow, schön gemacht. So, hier ein Schlüssel und ja. Okay, das kennen wir ja schon. Schön leise. Schick gemacht. Richtig schick. Schön. Schönes Ding. Also, und die Spiegel so groß. Och Mensch. Das ist so eine Geschichte, ehrlich gesagt, beim Klassik, was mich persönlich ein bisschen nervt. Aber ja, gut. Ich will allerdings vorher mal gerne in den Frachtmarkt rein. Und hier können wir nochmal die Maschine angucken. Ja, also, das auch seht, alles mit rechten Dingen, was ich euch erzähle. 567, Peterbilt, Hydro Cab Sleeper, 450 PS, das ist die, wie gesagt, 15 Liter Cummins Maschine. Wir haben hier, ja, 1000, wow, der hat auch viel Drehmoment, muss ich sagen. Das sind 1750 Pound Foot, heißt das ja hier.
Und ganz unten holt das raus, 1000 bis 1300, 1750 Pound-Foot, wie viel Newtonmeter sind das? Das ist schon eine ganze Ecke. Das möchte ich mal ganz kurz ausrechnen. Aber ich meinte, hat er nicht was von 310 Gallonen erzählt? So, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel das ist. Muss jetzt warten, tut mir leid. Na, nicht Typografie. Drehmoment brauche ich, Leute. 1750. Ui, das sind 2370 Newtonmeter. Nicht schlecht. Das ist halt so eine Efficiency-Ausführung der Maschine. Bin mal gespannt, wo dann der Verbrauch liegt. Ja, aber jetzt würde ich mir ganz gerne, wie gesagt, wir müssen Richtung Santa Cruz. Das ist hier oben. Das Fahrzeug ausliefern. Und haben wir denn da was? Oxnard? Ne, liegt überhaupt nicht auf dem Weg. San Rafael, soweit. Hier, Santa Cruz, oder? Gibt es vorher noch was? Ne. Nehmen wir den nächsten. Ich habe das immer nicht Gewicht der Ladung. Hier nach Preis pro Streckeneinheit mache ich das immer ganz gerne. Oakland, Tucumari, Santa Cruz. 1,90 die Meile. Leer. Ach, Toyota, was? Toyota Forklifts? Da ist auch gar nichts drauf. Na gut. 29.000 Pound, denke ich mal, ist okay. Es sind keine 40.000, ja. Also, ich denke, es ist okay. Oder haben sie noch was Leichteres nach Santa Cruz? Weil ich möchte natürlich auch keinen Scheiß mit anstellen. Nee, gar nichts, leider. Weil es ist nicht mein Auto, sondern jemand anders, der sich richtig drauf freut. Und deswegen will ich doch kein Blödsinn machen. Das ist direkt gegenüber, Ascrops. Gut. Aber ich möchte ganz gerne kurz vorher nochmal gucken, ob das auch diese Ausführung, ob es da noch eine mit 310 Gallonen gibt oder ob er das ist. Weil er sagte was von 310 Gallonen, ich kann aber nur 270 erkennen. 310 Gallonen. Dann passt da was in der Zuweisung nicht. Okay. Na gut. Ja, ich weiß, viele von euch, die fahren dann leer im dritten Gang an. Das ist bei mir so Gewohnheit. Anrollen lassen, hochschalten. Automatik würde dann auch locker am fünften anfahren. Leer. Ohne. Gedöns hinten dran. Ich muss ehrlich sagen, das wäre so ein bisschen hier mein. Das ist auch ein Traumgefährt. Ich sage das ja von so vielen. Auch den 579, den ich hatte. Auch sehr schön. Der gefällt mir halt hier von der Haube auch sehr, sehr gut. Check heute hier. Hi Jack. So, schauen wir mal, ob unsere Fracht noch da ist. Aha, Toyota Forklifts auf den Dingern. Das ist eine ganz komische Beschreibung.
Ja, Freunde, da bin ich wieder. Mal gerade ein bisschen stinkig mit S-Crops. Aber war ein Softwarefehler. Die Ladung, die da ausgeschrieben war, die war schon längst weg. Nach Santa Cruz. Die haben ja aber eine andere organisiert für Railways, wo ich was hochbringe. Und ist mal ein Double, habe ich auch noch nicht gehabt. Ja, und fahren wir halt da hoch. Ist ja auch kein Problem. Ich verliere halt nur Zeit. Das ist halt so der Punkt, ne? Und tut man nicht gerne. Das ist auch ganz klar. Na gut, dann springen wir mal rein in diese Schönheit hier. Und fahren mal rüber zu Railways. Hau rein, Jack. Jo. Ah, schöner, was sind das? T800 da drüben, ne? Mit High Roof. Schön, schönes Ding. Wie eine schöne Maschine, ne? Also ich würde mal von außen gucken. Wahnsinn. Der Hintergrund stört mich ein bisschen. Aber jetzt kommt, glaube ich, gleich die Ampel. Aufgepasst. Jawohl. Kilometer. Soll mal gucken. Fahren wir hier raus, genau, dann hier zu Ray Export, ja, ein bisschen Power Only fahren, ne? Und dann geht es hier, ich würde sagen, hier rüber, Huron, und ja, und dann hier entlang. Die Küstenstraße wäre natürlich auch nicht schlecht, aber bezahlt mir auch kein Mensch. Also hier jetzt rüber, dann Huron, dann würde ich sagen, hier schnell auf der I5, die 152 und dann Santa Cruz. Ja, das wird so, ist der Weg. That's the way to go. Ich habe nur ein bisschen was an den Ampeln gemacht. Kann das sein? Die kann man nie so detailliert vor. So also kleine Gruppe zum Anfahren ist schon ganz gut. Ist wirklich sehr angenehm, das macht das Fahrzeug hier auch innen. Bin ich mir natürlich nachher mal gespannt, wie das Urteil dann ausfällt von Stans Bruder hinsichtlich des Kenny. Aber wert ist er das allemal. Ich meine, ihr habt ihn gestern gesehen. Ist schon ein traumhaft schöner Zug. Vor allen Dingen auch, dass das Geld, was ich dabei verdienen kann. Das heißt, das wären für mich 45.000 Dollar. Denke mal, ich weiß noch nicht, was jetzt beim Classic auf mich zukommt, deswegen will ich noch nicht zu weit planen, aber Roger hätte noch eine Kühler stehen.
Nicht so ein Supermodell, wie wir es da gesehen haben, weil der ist schon sein Geld wert. Ist ja auch groß, ne? Kannst viel mit transportieren. Aber so ein 48-Fuß-Kühler wäre es. Oh, Kollege, 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 Mensch, haben wir denn den Fahrschein gewonnen hier in der Lotterie? Gute, du merkst richtig, die Amis, die haben keine richtige Fahrausbildung. Jetzt steht er da und macht seinen Urlaub an seinem schwachsinnigen Pickup, ey. Die, also wirklich, Idee der Beschleunigungsspur ist hier absolut nicht angekommen. Oh Gott, das wird jetzt fahr zu. Was ist denn das für eine Dumpfbacke da vorne? Meine Güte. Also er hätte einen Kühler für mich, den er überarbeiten könnte. Müsste ich rechnen, sowas um die 40.000 Dollar. 45 mit Lackage. Das heißt, ich kann überlegen, ob ich mir den Kühler kaufe, weil die Kühlerpreise sind ganz interessant momentan. Ob ich mir den Kühler hole, weil das Angebot ist schon richtig gut. Der ist nicht zu alt. Das glaube ich, der hat so 8 Jahre auf dem Buckel. Der wurde nochmal richtig überarbeitet. Also schon der überarbeitete Preis, ne? Und auch vorne das Aggregat, es hat eine Revision durchlaufen und. Das ist schon eine interessante Geschichte für mich. Also da überlege ich wirklich, weil da bin ich natürlich auf dem Markt ziemlich gut dabei. Also hätte ich ein Stepdeck und einen Kühler. Ich kann sozusagen eigentlich alles, ziemlich alles erschlagen, außer jetzt Korn und Schüttgüter und so weiter. Aber das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht unbedingt mein Interesse. Hey, hi, schön. Gerade im Sonnengelb, sehr, sehr schön. Und das ist, glaube ich, dir, den werde ich machen. Da kann ich gut auswählen. Und mich auch genau in die Richtung auch bewegen, in die ich gerne auch möchte. Das heißt, ich kann auch Boxedware, und ihr habt es ja gesehen, also dann so Feuerwerkskörper, manches Gefahrgut kannst du transportieren und so weiter und so fort. Also da habe ich nochmal eine ganz andere Auswahl. Plus halt die Sachen vom Stepdeck. Das ist für mich eine sehr schöne Bandbreite. Und wenn man den Kühler und so weiter gut behandelt, ich kriege den ja bei Roger zum Vorzugspreis, also dann da mache ich nicht Minus. Deswegen ist es auf jeden Fall eine Geschichte, die ich mir jetzt sehr, sehr gut durch den Kopf gehen lassen werde. Da habe ich zwar die Asche nicht auf dem Konto, aber ich kann mein Geschäftsmodell entscheidend erweitern. Ich hoffe mal, dass jetzt die Fracht da ist. Power Only anschauen, ne? Ich liebe diese Optik. Ich finde das richtig, also das. Aber es sieht so aus, als wäre es da. Morning! Gotcha! So, mal schauen, ob es noch da ist für uns. Jawohl, Nüsse. Es war ein bisschen schwerer.
Aber ich denke, das ist okay. Das sind keine 40.000 Pfund. Ne? Ist jetzt auch nicht übertreiben, aber ich fahre ganz vorsichtig. Dann geht sich das mit Sicherheit aus. Haben wir auch schon lange nicht mehr zusammen gemacht, ne? Ankuppeln. So. Ganz perfekt steht dann noch nicht. Jawohl. Okay. Kurzer Abrisstest. Jawohl, ist dran. Perfekt. Na, kann man eigentlich anlassen, die Maschine. So, wunderbar, ist drinnen. Jawohl, nochmal hochkurbeln hier die ganze Geschichte. Jawohl, alles dran. Nochmal Lichttest. Diesel an. Bam. Passt auch alles. Schläuche ist dran. Ich glaube, ein Beat-Double oder sowas habe ich jetzt noch nie gefahren. Aber was das ist. War gut aus. So ein kleines Bild mal vom Ensemble mal machen. So als Erinnerung, ne? Ja. Mal wieder reingehen zum Schätzelein hier. Gut, jo, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg nach Santa Cruz. Das sind 185 Meilen. Knappe, ja, so ein, wenn ich das weg habe, ist die Hälfte meiner Fahrzeit heute weg. Und genau, fahren wir hier hoch. Muss mal gucken, macht sich das? Nee, das macht ja, ach, okay, das macht gar keinen Sinn, jetzt erst nach Huron, sondern jetzt direkt hier auf den Highway 99. Und hier vorne dann einmal durchstechen über den Highway 152 rüber nach Santa Cruz. Ja, das macht mehr Sinn. Okay. Okay. So. Funktioniert alles. Können wir den wieder ausmachen? Also Power Only haben wir schon mal bei dem neuen Truck 8 Meilen pro Gallone, was nicht besonders gut ist. Das ist auch noch nicht mal eingefahren. Insofern ist alles gut. Muss mir auch gucken, wie die Doubles hier heißen. Ich glaube, es ist ein ganz normaler Double, ne? B-Double ist nochmal was anderes. Da bin ich noch nicht so schlau, weil ich die weder im ITS noch im ATS
gefahren habe. Aber lang ist er. Schön. Ja, muss ich mit Bremse anfahren. Mal in die Untersetzung rein. Komm, zieh! Oh. Ach, die Park war wieder nicht draußen. Das ist diese Buttonbox, das ist echt ein Krampf. Jetzt. Und darauf achten, dass er nicht irgendwo in die Luft ausgeht. Mir gefällt der LKW richtig gut. Ist ja auch mal eine Option für die Zukunft. Auch die Übersicht vorne über die Haube, ne? Vorne siehst du trotzdem noch diesen Peterbilt-Flügel. Auch mit den 450 PS schön kräftig hier mit den 40.000 Pfund knapp. Kann man nicht meckern. Ich bin mal gespannt, wie ich hier mit dem Double zurechtkomme. Meilen, das ist ein gutes Stück erst runter. Gerade schon wieder rumexperimentieren, aber das lassen wir mal in der Ortsdurchfahrt. Ganz schön zu hier dafür, dass 55 Meilen erlaubt sind. Einiges an den Umgebungsgeräuschen gemacht, ne? Boah, das ist eine tolle Ansicht gerade gewesen. Wow, den würde ich ja gerne mal mit adäquaten, passenden Auflieger sehen.
Am besten mit diesem 53 Fuß Custom Auflieger. Aber da muss man ein bisschen arbeiten hier, bis sowas mal auf der Uhr steht. Mit so einem Cummins-Motor, also nehmen wir mal hier im Kühlerverkehr mit 500 PS, das ist schon Luxus. 450 reichen ja eigentlich auch. Das wär's. Ach, man wird ja noch träumen dürfen. Mal ein bisschen leer, oder? Zieht hier ganz schön vorbei. Von Bakersfield, Kalifornien. Am liebsten würde ich jetzt mit dem Ding hier hoch bis nach Oregon ziehen. Der läuft wieder wie Hanne hier. Da. Schön. Auch eine schöne Zeit oben in Oregon. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir hochgefahren sind mit dem Video und so zur Einspielung. War schön. Ich glaube, oben in Coos Bay ist ja der Lose zu Hause. So, wir wollen aber links lang. Der Santa Cruz hat er dann eigentlich schon den anderen LKW, wie ich wieder zurückkomme. Ja, das hat mir jetzt die 250 plus, was kriege ich hier? Können wir mal gucken, $366 für die Fracht. Habe ich heute schon mal auf jeden Fall die Kosten eingespielt. Da muss ich langsam drauf aufpassen. Ich bin seit Dienstag unterwegs. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. 50 Stunden habe ich schon. Noch spätestens 70 muss ich ein Reset.
ich jetzt auch immer wieder das gleiche hört, ne? Schönes Ding, ey. Ehrlich. Aber so langsam darf ich meinen XL wieder haben. Möchten jetzt auch wieder haben. Ich will Geld verdienen, ich will vorankommen. Ja. Und auch Gedanken machen, wie ich weiter fortfahre. Aber ich denke, die Entscheidung, das Geld, wo soll ich denn sonst jetzt rein investieren? Zugmaschine habe ich gekauft, Garage reicht. Ein Haus, Wohnung brauche ich nicht, bin eh nur unterwegs. Also da reicht mir dann noch das Sleeper oder halt, wenn ich in Bakersfield in die Garage oder ich nehme mal ein Motel. Ja, aber ich brauche keine regelmäßige Miete oder sowas. Und für ein Anlageobjekt in Bakersfield hat es eh keinen Sinn. Und das noch rausgehauenes Geld jetzt in der Wohnung zu investieren, weil ich so viele Betriebsausgaben eigentlich noch vorhabe. Und das ist eigentlich das Beste, das wirklich in den Reefer zu investieren. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite Stepdeck, habe den ganzen Stepdeck-Market. Das heißt, also große, sperrige, schwere Güter. Und Box und Reefer hätte ich dann auch noch, weil der Reefer ist ja auch gleichzeitig eine Box. Und da kann ich dann Gefahrgut mit transportieren, natürlich Kühlware, eilige Fracht, ganz wichtig. Ja, das heißt also, ich kann auch gewisse wichtige Frachten mit Umgehung von Fahrverboten und so weiter und Ausnahmegenehmigung transportieren. So, machen wir mal Motorbremse aus. Natürlich, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, ich mag natürlich auch die Optik von so einem geschlossenen Zug. Ist auch sehr schön. Und ist manchmal auch leichter zu transportieren. Ladungssicherung ist ein ganz anderes Thema. Muss zwar auch sein, aber halt, wenn du ein Open Deck fährst, ist es einfach nochmal eine andere Geschichte. Soll man sagen, dieses Power-Only-Geschäft gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Runterfahren, ansatteln, Abwechslung ist ganz nett. Kenny da drin, ne? K100 gewesen. So, muss man doch fast da sein. Schön ist eigentlich mit diesen kurzen Trailern, Mehrgelenkern. Man ist richtig wendig.
Volvo gefallen mir auch gut. Gut, aber die Frage stellt sich momentan nicht wirklich. Wie gesagt, das muss man sich einfach leisten können. Das habe ich mir eine Zugmaschine gegönnt, die muss erstmal profitabel werden. Das mache ich so schön, damit mache ich so unprofitabel. Ist alles eigentlich totes Kapital, aber ich finde natürlich auch, dass das Auge mitfährt, ne? Morning! Naja, good morning ist gut. So, wo soll ich denn hinstellen? Dahin, ne? Das machen wir doch. Mal ein bisschen zurück dürfen wir noch mal. Nicht zu weit, stopp. Da bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Hier rangiere ich jetzt nicht mal ewig rum. Das kann nur schlimmer werden. So. Kinder, ihr kennt die. Dings, ich gehe mich mal anmelden. Los. Guck dir das an. Oh, schöne Zugmaschine. Ich bin ja gespannt, was der damit machen will. Roger sagte, der hat wohl Geld ohne Ende. Und das Trucking ist ein Hobby für ihn. Aber trotzdem hat er eine Maschine genommen, die recht normal ist. Und hier hinten, nee. Dann werde ich mal hier mit dem Inspektor mal sprechen. Ja. Hi, gut. Hallo, Sir. You know? I came with a truck, you saw? Yeah, okay, thank you. Ja, die werden uns abladen. Dann lassen wir uns mal abladen. Möchte das nicht annehmen? Ach so. Ich lasse die Trailer hier. Alte Gewohnheit. Haben wir echt gut gemacht, ne? Sieht gut aus. So, dann wollen wir mal entlassen. Jawohl. So, 344, 15, 7, 366 Dollar. Jawohl. Und jetzt bringen wir ihn hier noch nach Santa Cruz. Irgendwie hier vorne muss einer sein. Ja, perfekt. Ne? Ziehen wir mal raus. Alles getrennt, jawohl. Was los? Möchte hier gerade lang? Am liebsten würde ich jetzt den Trailer auch gleich noch wegziehen zum nächsten, aber ja, leider muss man den LKW hier abgeben. Ist ein bisschen sehr schade, wie ich finde.
Mach's gut, Trailer. Paoli hat auch was. Also, sieht vielleicht nicht immer so schön aus, der Zug, aber find's gar nicht schlecht. Ich dann noch mit deutlich unter 500 Meilen, aber heute ist ja so. Mal gespannt, wie der Herr lebt. Auch schon sagt ein bisschen was von Lebemann. Und ja, auf jeden Fall hat er einen guten Geschmack. Richtig schönes Gerät. Das machen halt viele, die entdecken dann auch nochmal ihr Amerika. Okay, hier kommen schon so ein paar Dollarer Häuser. Ich glaube, hier könnte es sein, hier links, ne? Uiuiui, hier lebst du aber echt nicht schlecht, du. Nicht schlecht. Hier? Ja, das könnte sein, ne? Okay. Kommt jetzt, warum geht da mal so eine blöde Dose auf? Ja, das ist gut, lass mal so stehen. Hui, das hat doch Spaß gemacht, oder? Das hat doch Spaß gemacht. Meine 7 Sachen nehmen. Und oh, Tür zu. Ja, Wahnsinn. Hier, vor dem Hintergrund da mal ein kleines Foto dieser Schönheit. Schönes Ding. Ja, dann werde ich mal zusehen, dass ich reinkomme, dem Herrn Schlüssel und Papiere gebe, dass wir die Abnahme machen, geht dann um die Kilometer, ansonsten ist da nichts passiert mit dem guten Stück. Und dass ich dann schaue, wo ich den anderen Truck übernehme, den ich dann zur Durchsicht nach Bakersfield mitnehme. Ja, dann bis dahin. Wundert euch nicht, ich sitze hier noch beim Peter auf der Dachterrasse. Wir haben uns noch mal kurz zusammengesetzt, denn er wollte noch ein bisschen was wissen über den Truck. Mache ich natürlich gerne, sind ja zwei Verrückte. Peter ist ein älterer Herr, der hat sich den LKW gekauft, um jetzt noch mal Amerika zu bereisen. Also verdient er jetzt nicht unbedingt sein Geld mit, aber er sagt, es sollte sich auch tragen. Er scheint hier zusammen mit seiner, ich würde mal sagen, Tochter zu wohnen. Auf jeden Fall geht es ihm ganz gut und ich bin gerade ein bisschen durcheinander, wie man vielleicht gut verstehen kann, aber egal. Wir haben auf jeden Fall mal die Nummern, die Karten ausgetauscht, weil er hat noch ein paar Fragen zum Speditionsgewerbe und ja, wie gesagt, wird das jetzt in ein paar Wochen, Monate machen, hat sich dafür halt diesen LKW zugelegt. Ich kann ihm bestimmt auch ein paar Sachen zum Thema Vermögensbildung fragen, weil ich meine, schaut euch diesen Blick hier, exklusivste Lage an. Das kommt nicht von ungefähr. Und ja, ansonsten, ich werde dann gleich den anderen Peterbilt übernehmen, den ich dann zum Roger runter in die Werkstatt nach Bakersfield bringe, zur normalen Durchsicht. Soll
so wie ich das hier gesehen habe, auch eine Beauty sein. Ja, ansonsten sehen wir uns dann gleich an dem Punkt, wo ich den übernehme. Das ist in der Nähe von der Werkstatt hier. Und ich glaube, ich springe noch mal im Pool. Also dann bis gleich. Yeah, that's absolutely true. What a monster. It looks really good. I'm looking forward to drive it. Yeah, it will be a joy. So thanks, man. I have to hurry up to get the load. Okay, thanks, bye bye. Ja, ich hatte gerade nochmal mit ihm hier gesprochen. Und wir haben für die Rückfahrt Aber ein ich richtiges mit dem Monster, ja. alten Herrn, der diesen wunderschönen Piet bekommen hatte, noch eine Weile zusammen. Und alter Schwede, ich würde das Grundstück gar nicht Das verlassen. habt Und ihr gerade zwar, gesehen, warum? der hat da hinten Pool gehabt und der Typ sah auch aus wie Hugh Hefner. Also insofern hat mich da auch nichts gewundert. Aber apropos Beauty, schaut euch mal dieses Monster hier an. Was das ist. Wow. Ja, die soll ich zurück, das Baby zur Inspektion nach Bakersfield zum Roger bringen. Boah, das ist ja ein Traum in Schwarz. Black Sugar, würde der Michael jetzt sagen. Wahnsinn, was für ein Gerät. Richtig schön gemachter Peterbilt mit einer Cat-Maschine mit 550 PS vorne drin. Schaut euch das hier an. Geil, geil, geil. Da werden Träume wahr. Was für eine unfassbare Liebe zum Detail. Wahnsinn, extrem langer Radstand. Ja, alles dabei, was ein Männerherz sich wünschen kann. Ja, wow. Das ist ein Box, das ist kein Reefer. Aber isoliert. Dreiachsauflieger. Wahnsinn. Das ist schon standesgemäß bei der Zugmaschine. Also, das ist wohl hier alles vom allerfeinsten. Ach Leute, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Es ist scheiße, nicht das Geld zu haben. Ich meine, es ist ja schön, diese Ziele zu haben, aber es ist scheiße. Ja. Wahnsinn. Er soll wohl auch neue Felgen vorne kriegen, damit halt Auflieger und Zugmaschine gleiches Felgenbild haben. Da würde ich selber auch immer mit drauf achten. Geht halt auch nicht immer alles gleich, ne? Aber das ist. Ich habe eine feuchte Hose, ey. Unfassbar. Was für ein schönes Ding, ne? Glaube, das wird das Bildchen werden. Ja, Peterbilt. Ich glaube, da wird dem Sven auch. Max, das Herz aufgehen. Das ist ja wohl ein Träumchen. Gott, Wahnsinn. Wahnsinn, da weiß ich, wofür ich arbeite. Na gut. Lassen wir mal das Monster an. Ich muss mal allerdings noch das Lenkrad ein bisschen einstellen. Verkennbar, Cat Sound. So, ist auch schön leuchtet. Da freue ich mich auch schon wieder auf die Fahrt. Blaue Innenbeleuchtung, Alter, das ist ja Porno. Spiegel gehen. So, bisschen tiefer darf man in so einem Geschoss sitzen. Wobei das blaue Licht, das wird mir tierisch auf den Keks gehen. So, das Lenkrad noch ein bisschen nach oben. So ist gut, ja. Das werde ich hier. Ich glaube, das kann man umstellen. Dazu muss ich aber in die Werkstatt. Dann will ich ja nicht zu viel verstellen. Dann machen wir das gleich nochmal. Obwohl, ist nicht mein Truck. Was soll's? Ich soll ihn nur nach Hause bringen. Mittlerweile so alles schon gefahren habe. Wahnsinn.
stark. Mein lieber Charlie, du. Der 18-Gang-Retarder ist ohnehin Pflicht bei solchen Fahrzeugen. Was für ein wohlklingender Motor. Wahnsinn. Vorsichtig hier nicht, dass der Heinz mir dann noch reinfährt. Oh, hier kommt wirklich ein Traumgeschoss nach dem anderen. Du willst dann aber irgendwann, ich meine, das ist alles schön und gut hier. Ich will aber irgendwann jetzt wieder mein Classic zurück. Ich werde jetzt hier nach der Tour erstmal muss ich schauen, wie das Feedback ausfällt heute. Und werde aber versuchen, mit denen zu verabreden, dass ich erst nochmal ein Reset mache, dann den Kenworth runterbringe. Da muss ich nämlich einen Gallop nicht mal machen, weil ich dann eigentlich mit meinem Classic gleich los möchte. Ich nehme den runter nach Bakersfield und ich nehme gleich noch eine Ladung mit. Da teile ich mir dann den Erlös hier mit dem Besitzer. Und zwar kriegt er seine Dieselkosten bezahlt und halt die ganze Strecke. Das tanke ich nach und ich stecke den Gewinn. Licht anmachen. Boah. Nee, das geht nicht, sorry. Ich nehme die Fracht auf und dann schlafe ich, also dass ich dann morgen früh wieder zurück bin. Ich habe es jetzt 6 Uhr abends. Ja, es passt dann auch. Ich denke, Fracht aufnehmen, pack mal zu. Und alles ist gut. Aber auch an den Ausblick könnte man sich gewöhnen, ja, ne? Mit der Schnauze hier. Ich bin 379 hier. 389, was erzähle ich denn? Träumchen. Und ganz klar nach oben ein Däumchen. Das hat aber auch die LKWs hier vorgeführt bekommen, ne? Ich möchte jetzt auch bald, dass wieder Schluss ist. Ich will einfach mal ein Classic jetzt haben. Ich möchte Geld verdienen. Ich möchte dann auch wieder zu Hause sein in so einem LKW. Aber dieses Springer, also Springer kann ich gar nicht sein. Also das sind halt nicht deine. Du bist immer noch mal so extra aufmerksam. Weil du musst dich auch jedes Mal wieder an den LKW gewöhnen. Das ist ja jetzt auch verlängerter Radstand, was ist der Wendekreis, wo läuft der Motor optimal und so weiter. Geht zwar eigentlich alles, aber ja, du willst zu Hause sein. Ich will dann auch meine Ziele anfahren. Ich möchte jetzt ganz gerne auch Richtung eigenen Trailer gehen.
sind ja alles hier wunderschöne Traumgeschosse. Jeder wie er war. Ganz besonders gut hat mir der 579 oder 567 gefallen oder so, oder 576, wie das Ding hieß. Da habe ich immer noch nicht so richtig. Immer noch nicht so richtig sicher. Mit der ganzen Geschichte, wenn wir in die Karte gucken. Okay, da sind wir schon, Port of Oakland. Ja, dann werde ich hier übernachten beim Port auch. Klar, da fahren wir nicht mehr los und dann morgen geht es dann ab nach Bakersfield. Dann mache ich da mein Setup. Oh, Setup. Ja, mein Reset. Und ja, dann passt das schon. Dann. Ich auch relativ früh. Und so früher kann ich dann wieder los, bin ja erstmal voll. Vorausgesetzt, die Ware erlaubt es. So, gucken wir, wie das Baby hier im Verkehr aussieht. Ja, böse würde ich sagen, ne? Mal so drüber über die Brücke. Ja, ihr kriegt dann den auf jeden Fall noch zu sehen. In der Folge machen wir den Tag rund. Uch, also ich habe Augenkrebs, weiß nicht, wie euch das gefällt, aber. Das merkt man mal hier, 550 PS, nicht schlecht. Nicht schlecht. Bin gespannt dann, wie sich der, ist dann übermorgen wahrscheinlich, ne, morgen, übermorgen, dass ich da den Kenny wegbringe. Ich hoffe, er lässt sich drauf ein. Und sonst muss ich Gallup mal eine Pause verbringen, dann geht's halt auch nicht anders. Stamp. Also wie gesagt, auf die 200.000 hat er sich eingelassen. Ich brauche nur das Urteil seines Bruders, aber da gibt es ja nichts zu mäkeln an der Maschine. Und guck mal, hier macht Außenkamera hier Sinn. Hot, 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 würde ich mal sagen. Starkes Teil. Wahnsinn. Ach, wenn ich jetzt einen neuen haben müsste, ich könnte mich nicht entscheiden, Leute. Ich könnte mich echt nicht entscheiden.
nämlich auch schlafen. Oh, da kommen auch dunkle Wolken. Lange grüne Phase gewesen. So lang, 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 lang. Geht zwar, aber das war so nicht zu erkennen. Ja, ein bisschen langsamer. Ich kann dich sehr gut verstehen mit deinem Piet. Sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein Traum. Ein absoluter Traum. Machen wir zu links, ne? Hallo, good morning, good evening. So, dann nehmen wir den noch hier mit. Ist der denn noch da? Der ist gar nicht mehr da, verdammt Axt. Ist nichts mehr nach Bakersfield. Da will ich trotzdem erstmal übernachten. Kann ja morgen schon wieder anders aussehen, da ist die Fracht schon weg. Ansonsten hat man noch, naja, das macht keinen Sinn. Santa Cruz, ah, macht noch viel weniger Sinn. Reading auch nicht, San Rafael auch nicht. Nee, jetzt würde ich sagen, hauen wir uns erstmal aufs Ohr hier und dann morgen, wie gesagt, schon anders aussehen. Übernachten, das ist auch mal schön, finde ich. Finde ich richtig angenehm und abwechslungsreich. Was? War ich doch ein bisschen eng gefahren, ne? So stehen wir besser. Ganz gerade muss nicht sein.
Gut. Mal wieder einen Tag geschafft. Wahnsinn, was für ein Geschoss. Was für eine Abwechslung, ne? Na gut. Ich kontrolliere nochmal hier alles so ein bisschen. Und dann verabschiede ich mich auch hier gleichzeitig von euch. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Morgen werden wir dann mit dem Ding nach Hause fahren, entweder beladen. Dann entstehen mir keine weiteren Kosten, nur die 250 Tagespauschale, dem Roger. Da kann ich aber auch keinen richtigen Umsatz machen, das heißt auch kein richtiges Geld verdienen. Aber auf jeden Fall sehen wir uns mit diesem Truck. Mit Beladung wäre natürlich schöner, aber ach, da wird sich schon noch was ergeben. Da kann man auch ein bisschen Gottvertrauen haben. Hier, Tripack hat er auch. Boah, geniales Gerät. Eieieiei. Ja, ich werde hier drin übernachten. Das ist, glaube ich, nicht das Schlechteste. Und wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.